Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Ich bin immer noch der Raven Knight und habe mir gesagt, wir sind im Fall 2, Wandel der Schwestern, angekommen und sind Zeugen eines, ja, nicht gerade schönen Mordes geworden. Mal wieder ist diese Statue der Denker im Mittelpunkt und anscheinend werden wir jetzt eventuell sogar noch beschuldigt, etwas getan zu haben, da wir ja gerade zu dem Zeitpunkt, als Frau Faye dort lag, gesehen wurden, als eine Dame telefoniert hat. Wir sind letzte Mal mit dieser Maya, wir wissen jetzt mittlerweile, dass es wir können uns eigentlich denken, dass es die Schwester von Mia ist, stehen geblieben und werden jetzt erstmal ein bisschen was ausfragen. Weil wir müssen jetzt hier den Button Reden benutzen oder auch präsentieren, indem wir ihr was zeigen. Wie zum Beispiel hier die Statue oder die Scherben oder ähnliches. Werden wir sie jetzt erstmal ansprechen mit manchen Fragen, was zum Beispiel was geschehen ist. Sie steht wohl unter Schock. Ich will sie nicht stören, aber ich muss wissen. Verzeihung. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Ich kam rein. Das Zimmer war dunkel. Und meine Schwester. Also war sie bereits tot. Sie und die Chefin. Also ist die Chefin ihre Schwester. Sie ist meine ältere Schwester. Und Sie wollten sie hier besuchen, so spät am Abend? Ja, sie sagte, ich sollte Beweismittel für sie aufbewahren. Beweismittel? Ja, es ging um diese Uhr. Den Denker. Okay. Also jetzt, da sie gesagt hat, den Denker, denke ich mal, sollten wir ihn dir zeigen. Was den Denker betrifft. Der Denker! War, oh Schwesterherz. Hätten Sie besser nicht auf die Mordwaffe springen sollen. Okay, springen wir mal auf die Glasscherben an. Das lag neben der Chefin. Ich weiß. Ich hab's da auch gesehen. Ich dachte, das könnten Teile der Stehlampe sein. Vielleicht. Ich habe noch nie eine Stehlampe aus Glas gesehen. Springen wir sie mal hier auf die Quittung an. Bevor sie starb, schrieb Mia eine Nachricht mit ihrem eigenen Blut. Sie hat sie auf die Rückseite dieser Quittung geschrieben. Das ist mein Name. Warum? Warum sollte sie meinen Namen schreiben? Bitte. Beruhigen Sie sich. Wieso sollte meine Schwester meinen Namen schreiben? Oh oh. Da habe ich was angestellt. Okay, das brauche ich jetzt nicht zu sprechen. Die Polizei. Das kämen Sie hierher. Keine Bewegung! Polizei! Oh ja, den werden wir auch noch öfters sehen. Okay, ich bin Inspektor Dick Gumshoe, verstanden? Den werden wir oft genug sehen. Gumshoe? Merkwürdiger Name. Wir haben vom Gebäude gegenüber eine Meldung erhalten, verstanden? Jemand sagt, er habe einen Mord gesehen. Das muss die Frau gewesen sein, die ich gesehen habe. Jedenfalls. Keiner bewegt sich hier auch nur einen Zentimeter, kapiert? Großartig. Einfach nur großartig. Maya, Moment mal. Sie würde doch nicht... Nee. Ah! Entschuldigen Sie! Das Wort hier, Maya, sagt Ihnen das was? Das ist mein Name. Was? Dieses Wort hat das Opfer mit seinem eigenen Blut geschrieben. Mit ihrem letzten Atemzug hat sie den Namen des Mörders aufgeschrieben. Mörder? Fall gelöst! Sie kommen aus Revier, von Madame. Was? Ja, das ist natürlich... Naja, egal. Maya, Mias jüngere Schwester, wurde an Ort und Stelle verhaftet. Ich musste zur Befragung mit und kam erst am nächsten Morgen wieder raus. Meine Lider waren schwer, aber ich konnte nicht schlafen. Ich saß herum und wartete, bis die Besuchszeit im Untersuchungsgefängnis anfing. Ich musste so bald wie möglich mit Maya sprechen. Einen Moment. Da bin ich wieder. Wir befinden uns also wieder in der Strafanstalt im Besucherraum. Denn Maya Faye wurde ja festgenommen und wird wahrscheinlich jetzt einiges versuchen, uns zu erklären. Oh je, sie haben die arme Maya wie eine Kriminelle eingesperrt. Da ist sie auch. Oh!
Sie sind's, der Anwalt. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sehen sehr müde aus. Werden Sie mein Anwalt sein? Gut, genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Selbstverständlich. Das Wichtigste zuerst. Ich muntere Sie besser auf. Ja klar, natürlich. Kopf hoch. Wirklich? Oh je, habe ich was Falsches gesagt? Sie sieht trauriger aus als zuvor. Was ist denn los? Glauben Sie nicht, dass ich es schaffe? Nein, niemand wird es schaffen. Wer würde mir denn glauben? Sogar Sie. Als Sie mich im Büro fanden, Sie sahen mich an, als hätte ich es getan. Habe ich Sie so angeschaut? Nein, nein. Ich habe nie geglaubt. Schon gut. Ich verstehe schon. Und ich habe auch von Ihnen gehört. Gehört? Was haben Sie denn über mich gehört? Ich habe neulich mit meiner Schwester telefoniert. Heute hatte mein Juniorpartner einen ersten Auftritt vor Gericht. Wow, echt? Wie ist es gelaufen? Es war einfach großartig. Ehrlich, ich war die ganze Zeit über angespannt. Ist schon eine Weile her. Ha, also ist er mit wehenden Fahnen untergegangen? Er ist ein Genie. Einer von den Typen, die die Bösen das Fürchten lehren. Das Einzige, was ihm fehlt, ist Erfahrung. Hey, klingt, als ob du dich prächtig amüsiert hättest. Immerhin weiß ich jetzt, zu wem ich gehe, sollte ich je in Schwierigkeiten geraten. Ich weiß nicht, Maya. Ich denke, du solltest besser warten. Lass ihm noch 3 Jahre Zeit. Es sei denn, du wirst für schuldig befunden werden. Ja, super, Mia. Das sind tolle Worte. Das hat sie gesagt. Tut mir leid. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Nein, schon gut. Ich denke, es stimmt. Trotzdem, ich kann nicht da sitzen und zusehen. Wenn ich an die Person denke, die Mia das angetan hat... Ich weiß. Okay. Werden wir sie erstmal wieder ein bisschen ausfragen. Über sie selbst. Da gibt es noch etwas, das ich Sie fragen wollte. Ja? Was hat es mit Ihrer Kleidung auf sich? Ach, die. Das ist die typische Kleidung von uns Akolyten. Eine Uniform, könnte man sagen. Akolyten? Leute in religiöser Ausbildung? Was genau hat das mit Ihnen zu tun? Och, das ist nichts Besonderes. Ich bin ein Medium in der Ausbildung. Medium? Bei mir würde das als etwas Besonderes gelten. Okay, der Tag des Mordes. Können Sie mir Näheres vom Tag des Mordes sagen? Ja, mal sehen. An dem Morgen hat mich meine Schwester angerufen. Sie bat mich, ein Beweisstück für einen ihrer Prozesse aufzubewahren. Ein Beweisstück? Ja, eine Uhr, die aussieht wie der Denker. Die Larry gemacht hat. Wie kann die denn ein Beweisstück in einem Prozess sein? Ja richtig. Sie hat da was erwähnt. Jetzt weiß ich's wieder. Wollen Sie es von ihr selbst hören? Von ihr selbst? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gespräch noch auf meinem Handy ist. Sie haben es aufgenommen? Ja. Ich habe vergessen, wie man solche Sachen löscht. Ihr Handy. Springen Sie erstmal aufs Handy jetzt an. Das ist interessant. Sie sagten, Sie hätten Ihr Gespräch mit Ihrer Schwester auf Ihrem Handy aufgezeichnet. Kann ich es mal hören? Einverstanden. Oh, da fällt mir ein, dass dieser Kommissar mein Handy mitgenommen hat. Mist. Tut mir leid. Oh ja. Natürlich. Wenn ich Inspektor Gunshu das nächste Mal treffe, frage ich ihn danach. Ich schreibe Ihnen eine kleine Notiz, damit Sie das nicht vergessen, okay? Ja, sicher, danke. Aha, die Notiz. Dankeschön. Dann sprechen wir Sie noch... Oh, der Tag des Mordes ist wieder was Neues, aber wir sprechen Sie jetzt mal auf die Medien an. Also sind Sie ein Akolyt. Ein Medium in der Ausbildung. Genau. Die Frauen der Familie Fay waren schon immer sehr mit der Geisterwelt verbunden. Moment, Sie sagten Familie Fay? Also hatte Mia auch damit zu tun. Natürlich. Sie verließ den Berg, um ihrer Karriere zu folgen, wie sie sagte. Ihre Kräfte waren ebenfalls hervorragend. Das wusste ich nicht. Warten Sie. Was ist denn? Sie sind also ein richtiges Medium? Mit übernatürlicher Wahrnehmung und all dem? Ja, in der Ausbildung. Nun, dann können Sie doch mit Mias Geist Kontakt aufnehmen, oder? Dann könnten wir Sie einfach fragen, wer sie getötet hat.
Entschuldigung. Ich bin noch in der Ausbildung. Auf dieses Niveau kann ich noch nichts. Auf diesem Niveau kann ich noch nichts machen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja, stimmt was nicht? Ich frage mich nur, könnte ich Sie um einen Gefallen bitten? Das ist die Adresse eines berühmten Anwalts. Meine Schwester hat sie mir vor langer Zeit gegeben. Sie hat gesagt, dass ich ihn anrufen soll, falls ich jemals in Schwierigkeiten gerate. Und, nun, ich stecke in Schwierigkeiten. Könnten Sie ihn vielleicht fragen, ob er mich vertreten könnte? Ja, ich nehme an. Klar, wieso nicht? Ich werde ihn fragen. Vielen, vielen Dank. Ich habe sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Alles klar, also bevor wir herausfinden, was mit ihren Eltern ist, mache ich hier einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney wieder, sprach der Raven Knight nimmermehr.